In der Aquabotanica. Hallo und herzlich willkommen im Reich der Pflanzen und der Aquaristik. Es wird heute sehr spannend, insbesondere in der Vermehrung der Lavendel. Wollte ich gerade schon wieder sagen, wie komme ich immer auf Lavendel? Unsere Vanille-Orchideen, die hängen ja hier drin und wir haben noch welche in der Box. So, da zeigt sich nämlich jetzt etwas sehr Interessantes, was wir auf jeden Fall mitnehmen sollten. Wir wissen, wir bewurzeln sie im reinen Wasser. Ja. Und jetzt zeige ich euch mal, was da jetzt passiert ist. Wir sehen jetzt hier drei verschiedene Varianten und wir sehen tatsächlich drei verschiedene Wachstumseigenschaften hier tatsächlich. Übrigens, Garnelen geht's gut. Kein Kannibalismus mehr, ich füttere jetzt mehr tatsächlich. Und seitdem funktioniert's. So, danke für die vielen Kommentare, die ich dazu bekommen habe. Okay, also hier sehen wir auch feine Saugwurzeln überall bei der Geschichte. Die hatten wir tatsächlich auch schon mal gedüngt gehabt. Hier sehen wir tatsächlich, dass die Spitze kaputt geht. Ja, ist so. Jetzt könnte man denken, ja, ist ja Zufall oder so. Nein, hier sind mal ein paar Styroporkügelchen reingefallen, durch Zufall irgendwie. Und hier haben wir die Variante jetzt in der Omit-Holzkohle, wo wir damals die Schnittstellen in der Holzkohle getaucht haben. Ich will mal gucken, ob ich das so drauf kriege. Ich glaube, ja, ne? Ja, kann man sehen. Diese schwarze da unten ist Holzkohle. Und hier das weiße. Ja, was ist das denn? Das ist Styropor, was sich mehr oder weniger zersetzt hier im Wasser. Ist definitiv so, aber daran liegt es nicht, dass die Wurzel kaputt geht. Woher ich das weiß oder wir das gleich wissen, das werden wir sehen, denn wir haben ja, wie gesagt, noch welche in der Styroporbox. Also hier sieht es richtig gut aus, muss ich sagen. Total klasse. Ja, und dann gehen wir jetzt zur Styroporbox. Also übrigens, die haben wir noch nicht gedüngt, die beiden Varianten hier links, ne? Nur den einen hier, den rechten, den haben wir gedüngt. Ach, guck mal, der Mond scheint. Ach, ist das schön. Der Mond scheint. Coole Sache. Ja, okay, also, dann schauen wir gleich mal in die Styroporbox, wie das dann da aussieht. Nein, nicht immer nur einfach so. Wir machen schon ein paar Sachen, um nähere Informationen zu kriegen. So, wir werden jetzt hier, ich habe hier drei kleine Becherchen, die sind sauber, mit reinem Wasser gespült und abgetrocknet. Wir werden jetzt die drei Varianten, da muss ich aufpassen, dass sie mir nicht durcheinander bringen. Die hingen übrigens vorher hier, ich bin jetzt am Wasserwechsel machen, deswegen hatte ich die vorhin hier reingehangen. Deswegen hängen auch Sauerstoffbläschen dran, weil frisches Wasser drin ist. Ich werde sie jetzt rausnehmen hier, hoffentlich fällt mir jetzt die Klammer nicht ab. Und in dem Zuge kippen wir das Wasser jetzt in diese kleinen Gefäße rein. Um mal nachzumessen, ja, was wir da drin haben. Ne? pH-Wert und Mikrosiemens-Wert, ganz wichtig. So, ich hänge sie auch dementsprechend in der gleichen Reihenfolge wieder rein hier. Da ist ausreichend Feuchtigkeit drin, brauchst keine Angst haben. Ne? Das geht schon für ein paar Minuten, ist halt nicht so schlimm. So, das Schätzchen kommt dann jetzt hier reingegossen. Ich trockne das ab, ganz einfach, damit unser Wasser aus dem Aquarium dann nicht mit reinkommt. Boah, das wäre ja blöd, ne? Dann haben wir nämlich ganz andere Werte. Ich hoffe, dass das auch ausreicht. Wenn nicht, muss ich mal gucken, wie ich das messtechnisch hinbekomme. Weil es ist ja nur nicht viel Wasser drin. Wie viel ist hier eigentlich drin, weißt du es? Ich glaube, 20 Milliliter gehen hier rein, ne? 20 Milliliter? Ja, ich glaube ja. So, okay, den letzten dann. Alles schon eine spannende Geschichte, insbesondere nicht, weil wir das jetzt hier sehen können, sondern weil wir die Varianten in der Styroporbox noch haben. Und da gucken wir gleich mal nach, wie das aussieht. Das ist nämlich sehr interessant und ganz wichtig mitzunehmen. Wirklich wichtig. Ganz wichtig. Bleibt dran, das ist ganz wichtig. So, in dem Zuge kurz erzählt, hier hängt ja noch die Juwel-Orchidee im Wasser, ne? Auch im reinen Wasser, bewurzelt wunderbar, muss ich sagen. Und hier machen wir ein Experiment mit, denn ich fülle hier Wasser nach. Und zwar das Wasser aus, Moment, aus dem Aquarium, weil, nee, aus dem, hier, der hängt ja hier drin. Genau, aus dem Aquarium fülle ich immer Wasser nach, wenn was gebraucht wird, um das Schätzchen anzupassen an die Parameter hier im Aquarium, dass wir später mal gucken können, ob wir sie dann hier auch im, ja, oberirdisch, klar, ne, Wurzeln dann im Wasser halten können. So, okay, das heißt, ich messe nach und wir gucken uns mal die Klamotten in der Styroporbox an. Nicht so einfach, das abzufilmen. Ich druck's hier schon so lange rum, um eine Einstellung hinzubekommen. So, wir schauen uns das Ganze jetzt an. Hier sehen wir die Triebspitze, ne, die wir damals abgeschnitten haben und bewurzelt. Das hat funktioniert, aber die Triebspitze hier oben, die ist kaputt gegangen. Tatsächlich kaputt. So, wie schaut das dann jetzt im Wurzelbereich aus, dass wir es mitnehmen können? Wie gesagt, hier haben wir das Ganze im reinen Wasser, ohne Holzkohle. Ich drehe das mal ein bisschen, dass wir das vielleicht erkennen können. Ja, kannst du, ne? Also hier ist auch tatsächlich die Triebspitze braun. Dass wir das mal so mitnehmen können. Okay, das ist tatsächlich, soweit ich das gesehen hatte, bei allen Varianten. Ja, hier auch. Hier ist auch die
Oh, das kann man so schlecht erkennen, so vielleicht, ne? Die Triebspitze ist tatsächlich braun hier. Und bei dem dritten Kandidaten, ich bin mal auf die Wasserwerte gespannt, schaut das jetzt so aus hier. Hier kann man sogar schon einen Wachstumspunkt erkennen. Da, ne? Da wächst die Pflanze schon heraus. Aber auch hier ist tatsächlich die Wurzelspitze, vielleicht kann man es so sehen, braun. Also die geht tatsächlich auch kaputt. Also kein Wachstum mehr zu verzeichnen. Das ist natürlich kontraproduktiv jetzt. Im reinen Wasser, wohlgemerkt, noch nicht gedüngt. Ne, ganz wichtig. So, und dann schauen wir jetzt mal die Kandidaten an hier. Das sind die in der Holzkohle oder die wir mit Holzkohle betupft hatten. Wie sieht das hier aus? Hier sieht die Wurzelspitze auch leicht bräunlich aus, würde ich sagen. Ja, doch, hier auch. Tatsächlich. Ne? Also ist es auch hier so gegeben. Und dann schauen wir uns den nächsten an. Der ist übrigens auch schon am Wachsen. Vielleicht kann man das so schon erkennen. Ne? Da kommt jetzt ein Trieb heraus. Das war übrigens der Steckling ohne Blatt gewesen damals. So, wie schaut es hier aus? Ich gucke mal eben. Ja, und hier ist noch alles in Ordnung, noch alles weiß. Da ist noch nichts passiert. Wurzelwachsen ist auch etwas langsamer tatsächlich als bei den anderen. Aber wie gesagt, hier ist halt kein Blatt dran gewesen. Ne? So unterschiedlich kann das sein. So, dann gucken wir hier nochmal kurz, wie das ausschaut. Ja, ich würde sagen, auch hier ist die Triebspitze tatsächlich jetzt braun geworden. Interessanterweise sah das vor 2 Tagen noch anders aus. Aber okay, nehmen wir definitiv so mit. Ne? Und dann gucken wir jetzt mal gleich, wie das mit der Variante, mit dem Dünger und den anderen beiden aussieht. Denn ich denke mal, da können wir vielleicht ja mit Sicherheit einen kleinen Rückschluss draus ziehen, auf jeden Fall. Denn reines Wasser zum Bewurzeln ist okay, aber irgendwann brauchen die Pflanzen auch, jetzt komme ich da oben gar nicht hin, brauchen die Pflanzen auch mal Nährstoffe. Ne? Und wenn sie die nicht bekommen, irgendwann ja, ist das dann nicht mehr in Ordnung halt. Okay, also die Werte sagen nicht wirklich viel. Trotzdem nehmen wir sie mit. Wir haben hier pH-Wert tatsächlich von 5,3, 5,3, 5,6, also kein großer Unterschied. Mikrosiemenswert liegt so bei 10, bei allen drei Varianten. Und hier in der Box sieht es ein bisschen anders aus. Hier haben wir pH-Wert von ja, Durchschnitt 4,5, also etwas niedriger. Und Mikrosiemenswert auch so bei 10, 12, 13, 15, also auch recht wenig. So, okay, jetzt haben wir die eine Variante, die ja besonders gut gewachsen ist. Die ist allerdings schon seit längerer Zeit hier im Aquarium drin, mit dem Röhrchen wohlgemerkt, und wurde auch einmal gedüngt. Aber jetzt ist nichts mehr nachmessbar in dem Sinne. Aber trotz alledem hat der den niedrigsten pH-Wert auch bei 5,26 tatsächlich, der bei 5,35. Aber das ist jetzt nicht so relevant. Wichtig ist aber auch hier, ganz klarer Fall, der pH-Wert darf nicht zu niedrig kommen. Und das haben wir hier in der Box. Hier sind wir tatsächlich zu niedrig. Auch hier liegt es scheinbar tatsächlich am Licht. Ne? Dann ist es abgedunkelt, das Ganze. Und hier kommt Licht rein. Ne? Und dementsprechend ist der pH-Wert hier etwas höher in den Röhrchen als hier in der Box. Das mal kurz so... Wichtig oder nicht, egal, mitgenommen. Ne? Kostet nichts, nimmst du einfach so mit. Okay, Klartext, Wasser ist überall raus. Wir werden jetzt düngen, heute tatsächlich das erste Mal. Das hätten wir schon vor längerer Zeit machen sollen. Aber ich möchte ja wissen, was passiert denn, wenn? Wir wissen, Bewurzelung im reinen Wasser ist Top-Sache. Sind die Wurzeln allerdings geschickt, ich sag mal so 4, 5 cm, dann sollte man anfangen zu düngen. Aber wenig, ganz wichtig, ne? Wenig. Denn dann funktioniert es, wie wir sehen. Wir haben ein einziges Mal hier bei der Variante gedüngt und sieht gut aus. Die Wurzeln sehen tipptopp aus. Ne? Von daher werden wir das jetzt also auch kontinuierlich richtig machen in dem Sinne. Das heißt auch nachfüllen dann, wenn Wasser verbraucht ist. Es wird sehr wenig Wasser nach wie vor verbraucht, denn die Pflanzen befinden sich noch nicht stark im Wachstum. Es ist noch nicht viel Masse da. Ne? Und das bisschen, was da oben an der Oberfläche verdunstet, ist fast zu vernachlässigen, kann man schon sagen. So, ich habe das Ganze angesetzt bei 460 Mikrosiemens. Nein, in der Gießkanne hier. Ne? Wie wir das kennen, die 500er Variante, das heißt also ein Viertel Leitungswasser und drei Viertel Osmosewasser und dementsprechend aufgedüngt mit dem Compo Complete auf dieses Mal 460 Mikrosiemens. Das habe ich dann halbiert, das heißt, also ich habe das hier reingegossen und die gleiche Menge Osmosewasser dazu gefüllt, also 1:1 könnte man sagen oder Hälfte von hier, von Hälfte von davon, je nachdem, wie man das sehen möchte. Wir kommen jetzt auf 260 Mikrosiemens und ich nehme jetzt die Röhrchen und werde sie dementsprechend wieder befüllen. Jetzt zeige ich aber euch nicht, wie ich jedes Röhrchen befülle, ich zeige so demonstrativ, dass ich das jetzt mache. Ne? Also kommen wir jetzt tatsächlich auf 260 Mikrosiemens, befüllen die Röhrchen wieder. Bis fast oben hin, nicht ganz oben, dass wir nicht hier plündern. Und somit haben wir dann jetzt quietsch-quietsch einmal versorgt. Also ist schon wichtig, das zu wissen. Ne? Also im reinen Wasser, Bewurzelung ist eine coole Sache.
Aber wenn denn Wurzeln da sind, ja, braucht die Pflanze eben auch Nährstoffe. Und das haben wir halt bei dem Schätzchen gesehen hier, quietsch, quietsch, ne, wo dann die Spitze tatsächlich kaputt gegangen ist, ne, weil die Pflanze keine Nährstoffe kriegt. Es ist nichts da, um etwas zu produzieren. Und dementsprechend gibt es einen Rückzug in dem Sinne, könnte man fast sagen, weil das, was da war in dem Sinne von der Pflanze, ist verbraucht worden für die Wurzeln. Ne? Und jetzt ja, ist nichts mehr da, wo irgendwas aufgebaut werden kann. Und dementsprechend befindet sich alles auf dem Rückzug. Die Wurzeln gehen dann auch wieder kaputt, ne? Und funktioniert nicht. Das ist ganz klar. Also dann dementsprechend zu gegebener Zeit quietschen, also düngen, ne? Aber auch hier verhalten. Und auch hier ist der pH-Wert tatsächlich bei der Vanille im unteren Bereich angesiedelt, aber auch nicht zu tief. Das haben wir jetzt nämlich tatsächlich bei den Varianten, die sind zu tief. Ich kann sagen 6, 5, 5, ne? Ein kleines bisschen drüber geht auch noch. Aber hier auch so, diese Waage bei 6 ist tatsächlich, wie wir schon gesehen haben, bei den meisten Pflanzen am besten. Ne? Okay, also das nehmen wir heute mit. Ich befülle die ganze Geschichte und in dem Zuge mache ich jetzt weiter Wasserwechsel. Es gibt noch ein paar andere tolle Sachen, die ich aber nicht alle zeigen kann. Aber mal gucken, was wir noch sehen können. Wir haben schon, oh, kurz vor 6, meine Güte. Ja, ich habe jetzt Mittag gepennt, das ist dann so. Ne? Und diese Messerei hier für mich hält natürlich auf. Du kriegst jetzt nur einen kleinen Bruchteil davon mit. Was ich machen werde, ich werde gleich mal, ach, das mit den Aquarien, das macht so viel Spaß. Das läuft so rund jetzt. Ich werde gleich mal füttern und mal gucken, ob wir das eine oder andere uns dann bei den Aquarien auch noch angucken. Ach doch, eins auf jeden Fall. Es gibt etwas Neues und zwar Wasserflöhe, Daphnien. Leider, da wo ich sie erworben habe, muss ich sagen, ja, war nicht so der Burner. Will ich nicht drüber sprechen. Thema Baumarkt, weiß Bescheid. Ne? Ja, so sieht das Zeug nämlich aus, was da drin war in der Tüte. Also da ist nicht viel Lebendiges, aber doch einiges noch. Das Wasser riecht auch einigermaßen. Da muss ich gleich nochmal Wasserwechsel machen. Die habe ich gestern hier reingepackt und habe das schon halbiert, also Hälfte ja, von dem Aquariumwasser dabei gegeben. Und hier habe ich das grüne Wasser genommen, um mal zu gucken, ja, wie das so klappt. Aber ich muss gucken, ob die überhaupt überleben können hier drin, weil das ist, wie gesagt, war nicht lustig. Das Wasser hat ganz schön gestunken, muss ich sagen. Also ja, so ist das Thema, ne? Weiß Bescheid. Aber okay, immerhin haben wir jetzt welche. So, hier hat sich komplett alles verändert. Wir sehen wieder die Basaltsteine. Das heißt also, ich habe hier in dem Becken das komplette Moos rausgenommen. War allerdings eine Riesenaktion. Nicht das Moos selber, sondern Tatsache gegeben, dass dort ganz viele Babys drin waren. Also das war echt eine Sucherei, die da alle rauszuholen. Ich habe gerade mal gefüttert, dass wir sie mal sehen können. Wir sehen auch schon mal Babys hier tatsächlich. Auch sehr interessante Varianten, muss ich sagen. Ja. Da sind auch irgendwo wieder ein paar Weiße dabei. Man sieht, die Kleinen, die touren hier schon zwischenrum. Ne? Also da haben die echt kein Problem mit. Da sind überall ganz viele kleine Babys. Ich gucke mal gerade, ob da haben wir einen. Tada! Wir haben also wieder Weiße dabei tatsächlich. Da kannst du auch die Hüpferlinge erkennen hier mit drin. Also die Biologie läuft sehr gut in dem Becken hier, muss ich sagen. Von Anfang an übrigens. Das hat so genial funktioniert hier. Ja, okay, und da können wir die Tiere dann auch... Da hinten ist übrigens eine Jodaschnecke, die sind ganz wichtig. Denn ab und zu haben wir immer noch mal Hydras und dann kann man die Schnecken auch mal ja, in ein anderes Becken setzen, wo sie dann die Hydras wieder auffressen können. Ja, also das Becken läuft richtig stabil hier, eigentlich alle, fast in dem Sinne. Ja, was heißt fast? Eigentlich schon, weil es läuft ja. So, und dann kommen wir gleich zum nächsten Becken und zwar hier. Auch in dem Becken sind ganz viele, viele kleine Babys drin. Und das ist sehr interessant, muss ich sagen, denn wir haben ja hier, wenn ihr daran erinnert, die Kreuzung zwischen den Galaxy Pinto Red und den Super Crystal Red und die sehen alle so ein bisschen, ja, die Babys davon so, ja, kreuz und quer durcheinander irgendwie, ne? Aber jetzt hat sich gezeigt, ich mal gucken, ob ich das hinbekomme, warte mal, ich zoome mal ein kleines Stück dran, sondern viele verstecken sich da hinten drin, kann man es erkennen, ja, so einigermaßen, ne? Da sind also oftmals jetzt gestreifte und oder aber welche, die sehen aus wie die Santas. Also ist schon interessant, also wie die Super Crystal Red dann, dass, ja, die spalten sich irgendwie jetzt in die beiden Generationen im Prinzip, mit denen wir die gekreuzt haben. Also zumindest bei denen, die ich jetzt hier entdecken kann. Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Ja, leider kann man da nicht so nah dran kommen. Die stecken auch überall im Moos drin hier, was übrigens besonders gut wächst. Mal, hier können wir vielleicht noch ein kleines bisschen näher dran kommen. Ich versuche es mal. Okay, da kommt gerade eine raus, ist schon ein bisschen größer. Und da sind auch ganz viele drin versteckt. Ich versuche es nochmal mit der Taschenlampe, ob ich da nochmal was sehen kann. Da, gucke mal. Ne? Aber die sehen schon sehr interessant aus, muss ich sagen. Ja, die sind jetzt alle unterwegs.
weil es Futter gibt. Ich habe gerade gefüttert. Die sind überall versteckt. Richtig coole Sachen, muss ich sagen. Dass das jetzt so gut läuft, also kein Kannibalismus mehr vorhanden. Ich fütter jetzt tatsächlich zweimal am Tag. Ja, das hat definitiv funktioniert. Das mit der Tablette hier, das mache ich nur, um damit wir sie auf den Haufen sehen können. Ansonsten kriegen die also alle Staubfutter, verschiedenes tatsächlich auch. Und das funzt jetzt richtig gut, muss ich sagen. Total klasse. Ja, also sie sind lebhaft und nicht mehr aggressiv. Das ist richtig cool. So einfach kann es gehen. Ja, der einzige Nachteil dabei ist jetzt dann dementsprechend zu beobachten, die Wasserwerte, ne? Dass der Nitratwert nicht hochkommt. Das ist dann halt dieses, ja, entweder oder, ne? Zu viel füttern, zu wenig füttern, das ist halt so. So, hier haben wir dann jetzt das grüne Becken, das funzt nach wie vor. Die Wasserparameter sehen richtig gut aus, total klasse, hier sind auch schon Babys drin. Ja, okay, dann kommen wir gleich nochmal hier zu. Wer sich daran erinnert, wir hatten damals hier Mutterquartier gehabt, ne, wo wir alle Weibchen reingepackt hatten, die Eier tragend waren. Das hat so genial funktioniert. Leider habe ich kein Becken mehr, wo ich das nochmal machen kann. Das heißt, heute werde ich mal was anderes machen. Und zwar werde ich mir ein Weibchen hier rausfangen, wo ich unbedingt, tatsächlich, also wirklich unbedingt, ja, wie soll ich sagen, die Babys von haben möchte. Gehe ich ein bisschen weiter rüber. So. Und wenn ich die jetzt hier drin lasse, sind sie irgendwann weg oder und, ne? Von daher will ich mal gucken, dass ich sie separieren kann. Gucken, wie ich das jetzt hinbekomme. Hier werde ich erstmal ein bisschen Wasser rausnehmen, damit ich sie da direkt reinpacken kann gleich, wenn ich sie rausgefangen habe. Und dazu hole ich uns das Ganze aber ein bisschen näher dran gleich, dass wir das sehen können. Ich hoffe, dass mir das so gelingt jetzt. So, dann nehme ich meine Breitmaulpinzette und nehme den Stock hier an die Seite. Und ansonsten kann ich die gleich nicht fangen. Die kann ich auch bald wieder rausnehmen. Hier so ein, zwei Wochen lasse ich die drin, die Erlenäste. Und dann ist Biofilm Ende und dann, ne, kommen die raus. Dann kommen wir geben der Zeit neue rein. Okay. Jetzt muss ich mal, ah, da ist sie. Kriegen wir das jetzt so hin? Ich versuche es einfach mal. Warte mal. Ich versuche es mal, obwohl das jetzt ein bisschen weit weg ist, denke ich mal. Kriegen wir das so hin? Ich versuche es jetzt einfach mal. Siehst du sie noch? Wo ist das Netz da? Siehst du sie noch? Nee, ich sehe sie jetzt nicht mehr. Doch, ich sehe sie. Ich hoffe, ich kriege das jetzt so hin. Pass mal auf. Nicht, dass mir hier alle reinhüpfen. Das wäre nicht so gut. Naja, du da. Na, so, ja, da ist sie. Wo ist sie weg? Wo ist sie? Kannst du sie sehen? Ist sie das hier? Ach, ich habe sie ja drin. Gucke mal. Oh, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Jetzt haben wir allerdings zwei hier drin. Die vordere ist die mit den Eiern. Ja, das ist jetzt so eine Sache, ne? Auf, jetzt habe ich sie gefangen. Jetzt muss ich den anderen aber rauskriegen. So, komm. Halt, du nicht, du bleibst drin. Du bleibst drin. Der andere, komm. Alle ist aber auch, ne? So, komm, jetzt. Jawohl, wunderbar. Okay, Schnecke, dich brauchen wir nicht. Dann ziehe ich den mal vorsichtig hoch hier. So, Hand drüber halten. Und dann ab in den Becher rein hier. So, dann hat sie auf jeden Fall das Wasser, was sie jetzt im Aquarium hatte. Ne? Okay, und dann geht es gleich weiter. Ich habe mir jetzt mal vor längerer Zeit schon so einen Einhängekasten besorgt hier. Den werde ich einfach mal hier rein, von außen dranhängen. Ne? Das ist eine coole Sache, muss ich sagen. So, dann brauchen wir nochmal einen Luftanschluss. Wir brauchen Wasser auf jeden Fall. Ja, ich mache das mal just fertig. Ich bin jetzt einen kleinen Schritt weiter. Ich habe jetzt mal eine Pumpe dran gehangen, eine Luftpumpe. Ne? Kennen wir mit Rückschlagventil, ganz wichtig. Ist jetzt nur provisorisch hier hingehangen, damit ich jetzt erstmal überhaupt vorwärts komme. So, das Wasser kommt jetzt aus dem Aquarium hier rein und wird hier vorne überlaufen. Ich zeige es noch mal etwas genauer. Da muss ich allerdings gucken, dass ich gleich einen passenden Schwamm mache, wo ich das dann, ja, das Wasser durchlaufen kann. Nicht, dass mir die Garnelenbabys damit durchkommen. So, Moos haben wir mehr als genug, ne? Wenn auch nicht im realen, aber dann doch in dem pflanzlichen Sinne hier. Das ist schon ganz wichtig, damit das Tier sich auch wohlfühlt da drin und die Babys sich auch gut verstecken können, festhalten können. Das ist ganz wichtig. So, das haben wir. Nein, das Tier kommt jetzt noch nicht rein. Ich muss erst mal warten, bis das Becken voll ist. Und ich muss mal just gucken, dass ich einen passenden Filter, einen Schwamm dafür bekomme, finde. Es geht langsam voran. Boah, wir haben jetzt schon 6:30. Eigentlich mache ich immer spätestens 18 Uhr Feierabend. So, das ist jetzt das Teil, was dabei ist. Ne? Das kann man da reinhängen. Aber da sind Löcher viel zu groß. Und ich habe jetzt einfach mal so einen Schwamm hier. Den nehme ich übrigens zum Reinigen für die Scheiben. Diese Seite, ne? Nicht die Seite. Und die Seite nehme ich immer zum Reinigen für die Scheiben. Ist auch ein gebrauchter. Und den habe ich zurechtgeschnitten und habe mir einfach mal so einen Würfel erstmal hier rausgeschnitten.
und den ersten Mal hier reingedrückt. Ich muss gucken, das ist Learning by Doing jetzt, was funktioniert. Wichtig ist halt nur, dass er nicht zu dicht gepappt wird, ne? Dass also das Ganze locker drin sitzt, aber doch so, dass hier die Tiere nicht durchkommen. Ne? Darum geht es in erster Linie. Kann sein, dass ich nachher nochmal ein Stück abschneide, dass das Wasser überhaupt durchkommt, weil ich weiß noch gar nicht, ob das Wasser dort durchkommt, ob das ausreicht. Ne? Ich kann allerdings den Durchfluss hier ein bisschen reduzieren. Hier ist so ein Hahn dran, ne? Den habe ich jetzt mal, oh, den kann man auch übrigens ganz rausdrehen. So, jetzt kommt die Luft nämlich hier raus, ne? Und dann brauchst du nicht jedes Mal die Pumpe ausstellen. Und jetzt kann ich den reindrehen und wenn ich den jetzt ganz weit reindrehe, dann kommt nur noch ein bisschen Wasser raus, ne? Was unter Umständen schon vollkommen ausreichend ist übrigens, ne? Also muss kein riesen Durchfluss sein hier tatsächlich. Aber jetzt zum Einfüllen lassen wir erstmal laufen hier, dass erstmal ordentlich Wasser reinkommt. Ja, dann bin ich mal gespannt, wie das gleich funktioniert hier oder ob ich da noch was umjustieren muss. Wie gesagt, wir sind hier heute in der Aquabotanica, bitte nicht vergessen, ne? Okay. Habe ich mir schon gedacht, dass das so ist, aber das Ding ist doch ein bisschen zu groß hier, zu dick, ne? Das ist too much. Das heißt, ich nehme jetzt mal einen kleineren und werde den dann mal reinsetzen hier. Gucken, ob das dann besser funktioniert, aber wir müssen halt, wie gesagt, aufpassen, dass uns, das muss ich aber wieder aufdrehen, dass uns die Tiere da nicht durchkommen, ne? Darum geht es natürlich, ganz klarer Fall. So, dann lassen wir mal reinlaufen. Und mal gucken, ob das dann besser funktioniert oder ob überhaupt, oder ob ich einen gröberen Schwamm brauche. Aber zu grob darf er auch nicht sein. Weil, wie gesagt, die Babys, die sind echt klitzeklein. Ne? Also von daher, und mal gucken, ob das so funktioniert. Ich lasse mal ein bisschen laufen erstmal hier. Auf jeden Fall kommt Wasser raus schon mal. Hier ist übrigens noch ein Überlauf. Ne? Also wenn das wirklich verstopft sein sollte, ups, sollte, lol, haut er einfach ab, halt, hier bleiben. Wenn das verstopft sein sollte, dann kann das da auch nochmal überlaufen. Da muss ich gleich nochmal ein bisschen besser hier irgendwas machen. Also ist noch nicht so, wie es sein soll. Aber wie gesagt, hier kann das dann überlaufen, ne, wenn das hier verstopft ist. Ins Aquarium rein, dass es nicht hier außerhalb auf dem Teppich läuft. Es läuft noch nicht perfekt, aber erstmal okay. So, dann setzen wir das Tier schon mal rein hier. Und somit bekommt das gleiche Aquariumwasser in dem Sinne, ne, wie die anderen Tiere auch. Und kann sich dann hier, ja, kann hier dann ihre Jungen entlassen. Darum geht es mir. Ne. Anschließend kommt sie wieder zurück ins Aquarium, ganz klarer Fall. Aber mir ist doch schon wichtig, ja, zu erfahren, was hier für Babys bei rauskommen oder bei rumkommen in dem Sinne. Ne. Darum geht es mir eigentlich. Im Ganzen, aber okay, Feinjustierung muss ich noch machen, läuft soweit ganz gut, muss ich sagen. Durchfluss ist sehr gering, aber ausreichend, darum geht es. Aber hier muss ich dann doch noch mal gucken, dass ich einen anderen Schwamm bekomme, denn der ist mir doch in dem Sinne etwas zu fein. Aber wir sehen, es funktioniert, ne? Nur wenn das hier verstopft, ja, na gut, da läuft es dann über, ist nicht so tragisch, ne? Aber ich will ja die Babys hier drin behalten in dem Sinne. Ja, okay, wollen wir mal gucken, wie wir das noch in Feinjustierung hinbekommen, später. Das ist jetzt wirklich Learning by Doing hier. Ich habe jetzt hier einfach nochmal von dem Schwamm einfach ein paar längere Stücke zurechtgeschnitten. Habe die hier noch mit reingeklemmt. Die kann man auch hier hinterklemmen bei dem Überlauf dann. Und ich drehe das mal just ein bisschen weiter auf jetzt. Andersrum. So, linksrum. Dann läuft das ein bisschen schneller. Und da gucke ich gleich mal, wie das so funktioniert. Mache ich schon mal einen Deckel drauf hier. Ob das denn dann so funzt. Ah, okay, wie gesagt, da muss ich mich reinfuchsen in die ganze Thematik. Wahrscheinlich ist es besser, hier einen Schwamm zu finden, Filter, Schwamm in dem Sinne, der ein bisschen etwas grobporiger ist, definitiv. Aber nichtsdestotrotz würde ich auch hier dann tatsächlich noch was dran machen, damit, also selbst wenn es hier überläuft, ne, nicht gleich die Babys mit weg sind in dem Sinne. Ja, okay, schauen wir mal, wie das insgesamt funktionieren wird. Viertel nach sieben, jetzt ist Feierabend für heute. Soweit läuft es gut, muss ich sagen. Ich habe es jetzt fast eine halbe Stunde auf volle Pulle laufen lassen. Das funktioniert, ist aber grenzwertig, muss ich ehrlich sagen. Und wenn dann jetzt noch Dreck dazu kommt, der sich im Schwamm sammelt, oder in, ne, dann verstopft er dann doch. Und dann könnte es vielleicht überlaufen. Von daher ist das mit dem Überlauf, ja, er sollte dafür da sein, dass es überlaufen kann. Weiß Bescheid. Ne? Aber egal, ich werde mal ein bisschen tüfteln hier, wie ich das hinbekomme, dass das dann ordentlich funktioniert. Ich kann das Ganze ja beobachten. Und von daher schauen wir einfach mal.
Auf jeden Fall doch interessant, wie sich alles so nach und nach entwickelt. So, weiß Bescheid, winke, winke, bis ganz bald hier aus dem Reich der Aquaristik. Ja, Vanille-Orchidee tatsächlich läuft gut. Auch hier werde ich mal gucken, dass wir vielleicht eins, zwei anpassen ans Wasser vom Aquarium, wo wir niedrigen pH-Wert drin haben, ob das dann auch funktioniert, dass wir sie im Aquarium tatsächlich wachsen lassen können, zumindest die Wurzeln. Das unten wollte ich noch unbedingt gemacht haben heute, aber kommen wir nicht mehr zu. Aber was soll's? Ja, irgendwann ist auch mal Feierabend. Ist aber nicht so schlimm, es läuft nicht weg. Das ist ja ein Secret-Projekt momentan noch kein Top-Secret, so wie das andere da hinten. Ne? Aber es ist auch ein Secret-Projekt. Aber ich wollte es heute eigentlich mit euch gemacht haben. Aber egal, es läuft nicht weg. Habe ich noch ein bisschen Zeit, dann so zwei, drei Wochen, das selber noch weiter zu beobachten in dem Sinne und was zu machen. Und wenn es denn soweit ist, dass es geklappt hat, denke ich mal, dann ist es vielleicht sinnvoller, euch das zu zeigen oder mitzunehmen auf die Reise, als wenn ich das jetzt vorab vielleicht schon vorgreife. Insgesamt muss ich sagen, ist das mit dem Außenbecken eine coole Sache, aber für meine Empfindung nicht ausgereift. Ja. Der Rand nach außen hin müsste viel höher sein, definitiv. Und es müsste mehr Möglichkeit sein, das Wasser wieder rauszulassen aus dem Becken, also eine größere Fläche in dem Sinne, eigentlich wieder Überlauf im Prinzip. Und da dann halt eine Kammer vorgeschaltet, wo das gefiltert wird im Prinzip, das Wasser. Dass die, nicht gefiltert, sondern halt, dass die Babys nicht raus können. Ne. Aber okay, ne, irgendwann gibt es da sicherlich auch noch andere, oder es gibt vielleicht sogar noch bessere Dinge als dieser hier. Ich werde das Teil auch nicht verlinken oder so jetzt, weil, wie gesagt, das habe ich mir gekauft, einfach mal um zu gucken, wie das so funktioniert. Und ich bin noch nicht ganz von überzeugt und von daher warten wir auch hier einfach ab, ne, wie sich das weiterentwickeln wird. Das ist sowieso und dann das Interessanteste insgesamt überhaupt. Und wie gesagt, Kannibalismus ist vorbei. Ja, coole Sache. War dann doch einfach. Also ich werde jetzt definitiv mehr füttern und sehr abwechslungsreich und auch nicht mehr ganz so viel Grünzeug, sondern tatsächlich mehr andere Sachen. Aber das sind halt auch fertig Produkte. Da gehen wir später nochmal drauf ein. Denn auch aus... Nee, komm, greif mal nicht so viel vor. Akku ist gleich alle, sonst muss ich hier noch ganz viel erzählen. Auf jeden Fall geht es den Tieren richtig gut, muss ich sagen. Yippie, yippie. Okay.